sind heute in der Schweiz bei Swisstop und testen die Bremsperformance unserer BC-Flechtwerklaufradsätze mit verschiedenen Bremsbelägen. Wir treffen uns mit Christian von Munich Composites, der die Felge für uns entwickelt hat, und natürlich auch mit den Jungs von Swisstop, die jetzt den Test mit uns durchführen werden. Wir haben uns angeschaut, welche Bremsbeläge für Carbonflanken bei uns am meisten gefragt sind, und die testen wir jetzt auch. Einmal die Swisstop Black Prince, dann die Yellow King, von Shimano die R55C4 und von Coolstop die Dura 2. Also wir stehen hier an unserer Testmaschine mit dem Flechtwerk Hinterrad eingebaut. Wir werden zwei Tests machen, einmal den sogenannten Norma-Test, wo wir die Dosierbarkeit mehr oder weniger ermitteln, natürlich noch andere Sachen, aber das ist das Wichtigste der ganzen Geschichte. Dann anschließend werden wir den 60:0 Test fahren. Das Laufrad wird auf 60 km/h beschleunigt. Wir applizieren zwischen 30 und 120 Newton auf den Durace Bremshebel und können anhand von dieser Zahl dann sehen, wie viele Meter der Fahrer braucht mit 100 Kilo Systemgewicht, bis er zum Stehen kommt. Es sind ein paar Wochen vergangen, ich habe die Auswertung der Daten bekommen und jetzt mache ich eine Telefonkonferenz mit dem Christian von Swisstop und wir schauen uns das Ganze nochmal an. Ich habe mir die Daten nochmal angeschaut und habe auch nochmal mit unseren Testfahrern gesprochen, ein bisschen nach den Eindrücken gefragt. Vor allen Dingen interessiert mich aber, was du zu den Daten meinst, Christian. Wie ist der Test aus deiner Sicht gelaufen? Ja, aus Swisstop-Sicht war es natürlich wie immer, wenn wir testen, sehr, sehr interessant. Hat sehr viele Zahlen wieder mal rausgespuckt, unsere Maschine. Quintessenz vom Ganzen ist die, dass Coolstop mit der Hitze eher Probleme hat. Shimano hat recht gut funktioniert und aus Swisstop-Sicht kann man sagen, dass die Vorzüge oder Nachteile bezüglich Black Prince und Yellow King sich da einigermaßen aufheben. Je nachdem wird es da wahrscheinlich darauf hinauslaufen, was der Fahrer selber für Vorzüge hat oder für Ansprüche hat an das Bremsverhalten. Ich würde sagen, dann überlassen wir die Entscheidung, welchen Bremsbelag dann am Ende der Kunde wirklich fahren will, doch einfach ihm. Und wir packen einfach Yellow King und Black Prince bei. Den Daten nach, die ich jetzt hier habe, würde ich sagen, könnte es auch eine gute Idee sein, dass man dann die Yellow King vorne fährt auf der Vorderradbremse. Die haben ja einfach nochmal eine etwas bessere Bremskraft und aufgrund der höheren Modulation bei den Black Prince, dass man die dann auf der Hinterradbremse fährt. Da hat ja auch der ein oder andere Testfahrer hier intern schon gute Erfahrungen mitgemacht. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, das so ausführlich zu testen und jetzt auch für die Absprache der Ergebnisse. Ich glaube, wir haben da einen guten Schritt weiter vorangekommen mit dem Produkt. Super, danke. Bitte gerne. Tschüss, ciao. Ciao.